Freue mich, dass Fabian uns zwar jetzt eben aus der Perspektive der Systemadministratorin etwas über diesen neuen Service berichtet, der mit Ilias 7 eingeführt worden ist, der aber eben jetzt auch noch dann weiter ausgebaut wird und künftig im Prinzip das File-Handling in Ilias zentral regeln soll. Und ich freue mich, dass Fabian Schmid uns da Einblicke jetzt geben wird. Bitte schön, Fabian. Ja, vielen Dank für die Einleitung und vielen Dank auch für die zahlreichen Teilnehmenden hier. Die Kamera werde ich nachher ausmachen. Ich habe im Workshop vorhin gemerkt, dass es irgendwie ein bisschen Probleme gemacht hat. Aber es geht ja auch vor allem um die Bildschirmübertragung. So, also. Wir schauen uns heute diesen Ilias Resource Storage Service an und dabei eher den Fokus auf Administratorinnen und Administratoren von Ilias-Plattformen. Und zwar halt ja, Fokus auch auf das Update. Einige von euch waren vielleicht auch im Workshop von Richard heute Mittag, Vormittag zum Setup. Also da gibt es auf jeden Fall zwei, drei Überschneidungen, weil diese Migration, die man eben auch ausführen muss mit Ilias 7, die hat natürlich mit dem Setup und den neuen Setup-Mechanismen zu tun, aber eben auch mit dem Resource Storage Service. Und das schauen wir uns einem Beispiel mal an. Ich bitte euch einfach zu unterbrechen, wenn Fragen sind, respektive dann kurz in den Chat zu schreiben, ein Meld, dann kann Matthias das moderieren und mich vielleicht zwischendurch unterbrechen, wenn ich es nicht selber sehen sollte, weil ich denke, das Einfachste ist, man packt die Fragen direkt dahin, wo sie auftauchen. So, zu heute ganz kurz, was ist dieser Resource Storage Service? Ich hoffe, dass ich da nicht alle damit langweile, weil ich es schon relativ oft oder an vielen Stellen mal vorgestellt habe, aber einfach damit alle da wieder auf dem gleichen Stand sind. Dann, wie geht es mit diesem Projekt allgemein voran und auch weiter, um uns dann eben anzuschauen, wie so ein CLI-Setup, respektive eben das Upgrade auf Ilias 7, wie das abläuft und was da eben jetzt bezogen auf den Storage Service genau abläuft, damit ihr euch da entsprechend auch drauf vorbereiten könnt. Auch von meiner Seite nochmals der Hinweis, der Vortrag wird aufgezeichnet, inklusive den Wortmeldungen. Wenn ihr euch also meldet, dann wäre das mit drauf. So, was ist dieser Ilias Resource Storage Service? Eben keine Raumstation, sondern ein zentraler Service im Hintergrund, der ein ganz klares Ziel verfolgt, nämlich dass alle Dateien, die von Usern hochgeladen werden in Ilias, egal an welcher Stelle, irgendwann in Zukunft zentral in diesem Service verwaltet werden. Weil nur so kriegen wir es hin, dass eben im Endeffekt dieser Service sich um all diese Ressourcen, all diese Dateien in gleicher Weise kümmern kann, dass man aufräumen kann, dass man Dinge identifizieren kann, die nicht mehr benötigt werden, zum Beispiel, wenn verwaiste Dateien da sind und, und. All das ist aktuell so nicht möglich. Gibt es keine zentralen Funktionen für die Dateiablage in Ilias, was eben auch immer mal wieder zu kleineren oder größeren Problemen führt. Viele von euch kennen das wahrscheinlich mit beispielsweise Sonderzeichen. Da hat Ilias an einigen Stellen immer mal wieder Probleme. Die sind teilweise auch größer und fast nicht mehr lösbar, sag ich mal. Und das wollen wir einfach in Zukunft nicht mehr haben. Und deshalb gibt es einen zentralen Service, der von Beginn weg auf solche Dinge wie Sonderzeichen Acht geben kann, damit wir da wirklich auf einer guten Basis starten können seit Ilias 7. Genau. Also das heißt, dass wir eben grundsätzlich alles, was im Moment auf viele Verzeichnisse verteilt ist, im Data-Verzeichnis, aber auch im Web-Verzeichnis, dass wir das nach und nach jetzt eben in diesen Storage Service verschieben wollen. Das ist dann eher die technische Seite des Storage Service. Das
ist eher aus dem Vortrag für die Entwickler, wie das eben dann im Endeffekt abläuft, wenn eine Komponente was abgespeichert hat. Ich vergleiche das immer gerne mit der Garderobe im Casino oder im Theater, wo man seine Jacke abgibt und ein Ticket kriegt. Und wenn ich meine Jacke wieder haben möchte, gehe ich mit dem Ticket zur Garderobe und kriege die richtige Jacke zurück. So läuft das auch mit dem Storage Service im Prinzip ab, dass eben die Komponenten sich um nichts mehr kümmern müssen. Und denen ist auch egal, wo genau diese Jacke hängt. Sie wollen einfach ihre richtige Jacke zurück, wenn sie mit dem Ticket ankommen. So, wo stehen wir in diesem doch sehr großen Projekt? Jetzt mit Ilias 7 wurde dieser Storage Service finalisiert. Der war nämlich zu einer kleinen Variante auch schon verfügbar in Ilias 6, und zwar für die Main-Menü-Icons. Die wurden bereits da drin abgelegt. Das wurde jetzt eben finalisiert und so aufbereitet, dass es für alle Core-Komponenten und auch Plugins vollumfänglich zur Verfügung steht. Dann eben dieser doch sehr wichtige Migrate-Command aus dem CLI-Setup, der jetzt eben auch mit Ilias 7 dazugekommen ist, und damit die erste Implementierung eines solchen Migrate-Commands, und zwar alles, was an Dateien auf der Festplatte liegt, das irgendwie mit dem Il-Object-File zu tun hat. Das ist im großen Teil natürlich alles, was im Magazin als Dateiobjekt angelegt wurde, aber auch noch zwei, drei andere Objekte, die über das File-Object Dateien gespeichert haben, werden also mit so einer ersten Implementierung des Migrate-Commands mit Ilias 7 in den Storage-Server migriert. Und das ist vermutlich auch der Grund, warum ihr heute alle hier seid und gespannt seid, wie das eben auch so abläuft. Gut, wie geht es weiter mit dem Projekt? Aktuell führen wir Gespräche mit anderen Maintainern, um ihre Komponenten zu migrieren. Da wird es mit Ilias 8 die nächsten Komponenten geben. Wir versuchen da möglichst alle, die eben im Hintergrund noch das Il-Object-File verwenden, umzubauen, aber eben auch neue Komponenten, die gar nichts mit dem Il-Object-File zu tun hatten in der Vergangenheit, dass man das entsprechend migrieren kann. Also das heißt, in Zukunft wird es immer mehr solche Migrationen geben, bis dann mal sozusagen für den Storage Service alles migriert wurde. Natürlich können auch alle anderen Komponenten diese Migration nutzen. Das hat man ja auch im Vortrag von Richard gehört, wie zum Beispiel die Zertifikate, die man ja, glaube ich, mit 5.4 auch über so eine Art Migration einmalig verschieben musste. Gut. So, das ist dann so der große Rahmen, wo sich das Projekt drin bewegt. Also eben der Fokus liegt natürlich derzeit auf der Migration aller Komponenten, damit wir da irgendwann Feature Complete sind und es keine andere Implementierung mehr gibt von Dateiablagen. Weil dann lohnt es sich natürlich, zentrale Features für den Storage Service zu schreiben. Zum Beispiel in der Administration eine Ressourcenübersicht ist sicher etwas Spannendes, oder eben gewisse Cron-Jobs, die aufräumen können, die dann eben Platz sparen können im Endeffekt. Das sind dann wirklich zentrale Features, die man sinnvollerweise auch dann einsetzt, wenn schon alle Komponenten migriert sind. Natürlich kann man auch schon davor damit beginnen, aber es ist umso schöner, wenn man das für alle Dateien dann machen kann. Genau. Und wenn alles abgeschlossen ist, natürlich ist es auch einfacher, respektive das ist auch jetzt schon, da der Service als solches schon steht. Es ist einfacher, neue Features im Kern, aber auch in Plugins zu implementieren, die irgendetwas mit Dateiablage zu tun haben, also die irgendwelche User-Uploads abspeichern müssen. Das wird definitiv einfacher, das in Zukunft eben zu implementieren. So,
Genau, auch hier noch kurz der Hinweis, Plugin und Core, die können sich eigentlich in genau gleicher Weise eben bedienen am Storage Service und auch an den Migrationen. Das heißt, auch Plugins müssten natürlich ihre Inhalte über kurz oder lang in den Storage Service verschieben. Genau, und dann werden wir auch irgendwie versuchen, dass es im Core gar nicht mehr möglich ist, eigene Dateioperationen zu machen. Da sind wir aber noch am Abklären, wie weit das nur über Konventionen geht oder ob es effektiv auch softwareseitig da noch ein bisschen Möglichkeiten gibt. So, jetzt das CLI-Setup. Das ist sicher die wichtigste Grundlage, dass wir wissen, wie wir auch die Migration bedienen können, weil schon der Schritt davor eben eigentlich, also das Updaten auf Elias 7, ist CLI-only, also funktioniert nur über die Kommandozeile. Und entsprechend, ja, muss man das sicher einmal gesehen haben, wie das abläuft, damit man sich da ein bisschen vorbereiten kann. Es gibt gewisse Abhängigkeiten. Composer muss installiert sein, nicht nur für das CLI-Setup, sondern für Elias allgemein, aber eben auch für den Schritt beim Updaten oder bei gewissen Schritten ist Composer eine Voraussetzung. Der Befehl selber, um ein Update zu machen auf Elias 7, ist mehr oder weniger trivial. Also das ist auf Kommandozeile in Elias drin, php setup slash cli php update und that's it. Und von da weg wird man eigentlich durch den ganzen Prozess geführt und das Update wird automatisch so durchgeführt. Wichtig hierbei vielleicht noch, dass man diese Schritte auf CLI-Ebene als www.data ausführt oder wie der Nutzer auf dem Server heißt, der eben auch ja, den Webserver bedient im Endeffekt, weil damit auch gewisse Berechtigungen dann stimmen, wenn zum Beispiel eben Verzeichnisse angelegt werden müssen oder so, damit das nicht falsch läuft. Ich sehe gerade im Chat hatte mit Elias 6 Schwierigkeiten mit dem Composer, weil Version 2.0 nicht unterstützt wurde. Genau, das ist so. Da gab es, glaube ich, auch eine, zwei Mails an Adminliste, aber auch Dev-Liste, mindestens Dev-Liste weiß ich, dass eben Composer 2 nicht unterstützt wird von Elias. Elias 6 wie auch 7 ist das aktuell meines Wissens noch offen. Da wird man aber dran arbeiten. Also da muss man halt wirklich eine 1.9 Composer-Version installieren und dann funktioniert das alles wieder. So, dann, wie läuft das jetzt eigentlich ab am Upgrade-Tag, sage ich mal? Der große Tag, wenn man dann eben auf Elias 7 gehen will als Institution. Natürlich hat man das davor schon zigfach durchgespielt oder zumindest einmal auf einer Testinstallation. Das lohnt sich immer. Nichtsdestotrotz trifft man natürlich dann seine allgemeinen Vorbereitungen, macht das Backup nochmal, damit man im Fehlerfall eben auch zurückgehen könnte. So, jetzt sehe ich schon zwei Tippfehler, die bitte ich euch dann zu ignorieren. Aber was man eigentlich grundsätzlich macht, ist, ich gehe davon aus, dass man das schon über Git installiert hat. Dann geht man in sein Elias-Verzeichnis drin und macht ein Git Checkout Release 7, vermutlich noch ein Git Pull, dass man sicher die neueste Version hat, oder man checkt einen Tag aus, damit man auf einem genauen Versionstag liegt und nicht im, ja, sozusagen irgendwo in einem Zwischenrelease von Release 7. Aber das kennt ihr ja wahrscheinlich grundsätzlich. Dann kommt eben Composer Install, dass man die ganzen Dependencies installiert oder aktualisiert. Für Produktivumgebungen kann man das hier mit einem NoDev machen, dass die Entwicklungsdependencies nicht mit installiert werden. Und ja, da ist man dann eigentlich vom Code her up to date. Dann führen wir eben dieses PHP-Setup CLI, wäre das und nicht SLI, dieses CLI-Update durch, damit wir halt wirklich auch die Datenbankschritte ausführen, damit die Kontrollstruktur neu geladen wird und. Das, was man früher halt im Setup GUI gemacht hat, dass man da
sich durchgeklickt hat durch die Update-Steps. Das fällt jetzt weg, das wird jetzt in einem Rutsch gemacht. Da muss man nicht mehr so stepweise vorgehen, wie das früher der Fall war. Dann ist man eigentlich durch und im Prinzip kann man mit der Installation bereits wieder live gehen. Und zwar, weil das File-Object es unterstützt, dass die Dateien im Magazin trotzdem noch funktionieren, auch wenn die noch nicht migriert wurden, mit 2, 3 Einschränkungen. Da komme ich nachher dann auch gleich drauf zurück. So, und währenddem, dass die Installation schon wieder läuft, ich würde es wahrscheinlich in einem Rutsch machen und dann erst online gehen, aber das kommt halt auch auf die Größe der Installation drauf an. Wenn halt eben viele Files da sind, kann die Migration etwas dauern und deshalb kann man mit der Installation bereits wieder live gehen und im Hintergrund wirft man die Migration entsprechend an. Und das schauen wir uns nachher gleich an. Ich schaue mal ganz kurz in den Chat. Vermutlich eine blöde Frage, aber müssen da Dateien nicht auch geschrieben werden, die der Webuser von den Rechten her gerade nicht haben darf? Meines Wissens nicht. Also der Update-Befehl, der legt im Maximum irgendwelche Verzeichnisse an. Ob jetzt Dateien geschrieben werden, ich glaube nicht. Bei der Installation ist es natürlich was anderes. Also die Installation, also PHP Setup CLI Install, würde ich jetzt auch als www.data machen und dann aber diese Verzeichnisse, die eigentlich da den Webuser nichts angehen, die würde ich dann dem Root zum Beispiel wiedergeben. Aber ich bin auch nicht unbedingt SysAdmin. Das wüsste mein Kollege, der Robin, auf jeden Fall besser. Genau, aber es ist halt für den Update, für die Update-Schritte und die Migrationsschritte eigentlich schon wichtig, dass das als www.data gemacht wird, dass eben zum Beispiel auch, wenn jetzt in der Migration Files angelegt würden, die müssten ja vom www.data gelesen werden können. Also da geht es ja dann wirklich eben um User-Content. So. Also, wie läuft das jetzt ab? Schauen wir uns das mal im Detail an, damit das alle einmal gesehen haben. Jetzt hoffe ich, klappt das da weiterhin mit der Bildschirmfreigabe, wenn ich da rausgehe. So. Und wir brauchen da einmal unser Elias. Jetzt habe ich die Installation hoffentlich schon gestartet. Ja, die müsste eigentlich laufen. Ist aber jetzt hier gerade ein wenig langsam. Ich hatte vorhin eben auch schon ein bisschen Probleme mit dem Rechner. Jetzt kommt es aber. So, was haben wir hier vor uns? Wir haben Elias in Version 6.7, einfach die aktuellste. Elias 6 Installation, die jetzt auch schon ein bisschen Inhalte erfahren hat. Ich mache da mal parallel die Konsole auf. Ja, Performance ist gerade echt nicht schön. Da wäre Rechner neu starten wieder mal angesagt, aber das geht jetzt gerade schlecht. Genau. Also, wir sind in Elias 6 eingeloggt. Ich gehe mal ganz kurz ins Magazin und zwar einfach, um zu zeigen, dass wir da eine Installation, insbesondere halt mit Dateien haben. Ich zeige das da mal im Tree View. Da sind einfach beliebige Dateistrukturen, also Kategorien und dann irgendwann Dateien angelegt, damit das auch etwas zu migrieren gibt. Die sind mit einem Skript angelegt, deshalb fragt euch nicht, was das für Benennungen sind von den Kategorien. Das ging einfach darum, da eine Verschachtelung hinzukriegen. Und irgendwo da drin liegen dann jeweils Dateien.
Also ich lasse das da mal laufen, dass wir dann auch noch Dateien sehen. Und hier bin ich mit der Konsole eben entsprechend auf meinem Verzeichnis, wo diese Elias-Installation drin liegt. Und was wir hier ja jetzt eben als erstes machen wollen, ist, wir wollen auf Release 7 wechseln. Das tue ich auch gleich, sobald da der Request hinten durch ist, sonst fliegt er wahrscheinlich auf die Nase. Oh, jetzt bin ich ausgerechnet in einer Kategorie gelandet ohne Datei. Das ist nicht so gut, weil ich will ja, dass ihr seht, dass da Dateien drin sind. Es kann sich nur um Stunden handeln. Ah, hier sieht man es schon. Hier sind jetzt zum Beispiel zwei Dateien angelegt und in diesen vielen Kategorien sind auch überall noch ein bisschen Dateien versteckt. Natürlich ist das jetzt nicht vergleichbar mit einer historisch gewachsenen Installation mit Terabyte an Daten, aber ich möchte euch ja auch nicht langweilen damit, jetzt Terabyte von Daten zu migrieren, sondern einfach zu zeigen, wie das mal prinzipiell abläuft. Also ich hole hier jetzt einmal den Release 7 Branch raus. Ich hoffe, es geht von der Größe her. Ich mache sonst da die Schrift noch etwas größer. So. Genau, dann hatten wir das Composer Update. Ich habe da jeweils einen Befehl davor. Das hängt einfach mit meinem Dev Environment zusammen. Genau, ja, das NoDev kann ich mal weglassen. So, damit wir auch die Dependencies entsprechend abgedatet haben. Jetzt wäre so Fahrstuhlmusik wieder gut. Matthias, hast du da was vorbereitet? Schubidubi, Schubidubi. Sehr gut. Na, wir können ja so vielleicht so eine A Cappella-Gruppe jetzt künftig mal anstellen, die dann in dem Fall dann immer so lossummt. Genau. Vielleicht gibt es noch die von den Muppets Show. Vielleicht mal gucken, ob ich die noch reaktiviert kriege. So, aber ich glaube, wir haben es auch schon bald. Ja, Fabian, ob ihr da gelangweilt seid bei Terabytes von Daten migrieren oder ob das eher Spannung und Stress ist. Ich verstehe natürlich den Punkt und ich verstehe die auch ein bisschen den Respekt vor diesem Schritt. Damit haben wir eigentlich seit Beginn der Diskussion immer wieder zu tun. Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich bin mittlerweile halt, weil ich jetzt weiß, was geschieht und wie es abläuft, sehr, sehr guter Dinge. Weil ich auch weiß, dass ja wahrscheinlich 99% migriert werden kann, weil 1% sowieso kaputt ist. Und das heißt aber, dass nicht abgebrochen wird. Also
Die Migration ist halt so aufgebaut, dass auch wenn jetzt eine einzelne Datei Probleme macht oder wenn das bei Millionen von Dateien 100 Dateien sind, die Probleme machen, dass trotzdem die gesamte Migration ablaufen kann. Und es wird für jede Datei, die migriert wird, wird ein Log-Eintrag geschrieben, sozusagen, wo lag die Datei vorher und wo liegt sie nachher und auch, ob das erfolgreich war oder nicht. Womit man im schlimmsten Fall auch alle Daten hätte, um das Ganze rückgängig zu machen, wo ich nicht von ausgehe, aber das gibt einem einfach auch eine gewisse Sicherheit. Genau, und genau das ist ein sehr guter Punkt von Carsten. Auch die DB-Updates, die ja teilweise sehr, sehr lange dauern, als das noch über den Browser ging, das war ja auch nicht gerade eine entspannte Übung. Auf CLI haben wir einfach schon per se mal den Vorteil, dass wir nicht in irgendwelche Timeouts reinlaufen. Das entspannt die Sache auch schon ziemlich und entsprechend bin ich da eigentlich auch guter Dinge. Also man muss wissen, es wird bei Millionen von Dateien, wird es einzelne Dateien geben, die werden nicht funktionieren. Aber das sind genau die, die auch jetzt Probleme machen, die man jetzt über das Ilias GUI nicht mehr downgeloadet kriegt, respektive viele von denen, die man jetzt nicht mehr downgeloadet kriegt in Ilias 6 zum Beispiel, die werden sogar ja, wieder gefunden und hinzugefügt. Also es räumt auch noch auf und deshalb bin ich eigentlich schon sehr, sehr guter Dinge. Genau. Und das Schöne ist, das sehen wir nachher, man sieht, dass es etwas tut. Und das ist ja auch immer ein bisschen beruhigend. Also man setzt nicht einfach den Befehl ab und hat dann stundenlang kein Feedback, sondern man sieht, dass es vorwärts geht. Und das tut ja in der Regel auch gut. So, jetzt versuche ich da mal den Chat noch ein bisschen zu verfolgen. Der Timon hat sich gemeldet. Ja, auch noch dazu. Also ich habe definitiv auch großen Respekt vor dem kommenden Update, aber ich sehe das ähnlich, wie Fabian beschrieben hat. Also ich bin halt super froh, können wir das auf CLI durchführen und müssen das nicht auf dem Browser machen. Respektive für dieses Update ist CLI für mich schon fast eine zwingende Voraussetzung. Weil DB-Updates via Browser wahrscheinlich ging es allen ähnlich. Dann haben, also ich bin dann immer, habe irgendwie ein Fenster aufgeschmissen, wo ich in die Datenbank geschaut habe, auf welchem DB-Step wir gerade sind und dort ein bisschen drauf rumgeklickt und ist halt so, irgendwann mal müssen wir einen Schritt tun. Wir sind jetzt auf 30 Terra Daten ungefähr und haben auch 15 Jahre Installation auf dem Buckel. Also da werde ich schon etwas Schweißhände haben. Aber ja, der Schnitt ist halt super nötig und einmal müssen wir ihn tun. Also ich bin da, ich kann da voll mitfühlen, Fabian, wenn du sagst, hoher Puls beim Update. Also Fabian, Sestre. Ja, also dieser Punkt, den auch Fabian Sesterhände anspricht, eben, man hat eine Basis mit Dateien im eigenen System, die halt schon ganz, ganz viele Bugs, Probleme, Bugfixes und mitgemacht haben. Also man hat Zustände im Dateisystem, die einfach Code von 15 Jahren repräsentieren im schlimmsten Fall. Und das ist sowieso eigentlich kein Zustand und den müssen wir irgendwann aufräumen. Und je länger wir warten, desto schlimmer wird auch die Basis, wie eigentlich das Filesystem aussieht innen drin, weil halt noch mehr passiert oder noch mehr ja, Bug Fixes vielleicht zu einem anderen Problem führen können und so. Und erst wenn wir das mal zentralisiert haben, kann man eben auch zentralisiert dann versuchen, Bugfixes zu machen. Und das wird definitiv einfacher und wir müssen diesen Schritt gehen, auch wenn er ein wenig Angst macht. Aber länger warten ist eigentlich auch keine Option. So, dann weiter. Dum, 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 dum. Ich werde einfach eine neue blanke Ilias 7 machen. Ja, das ist auch eine Variante. Gut. Wir hatten schon Dateien, die zwar noch gelesen werden konnten, aber sich standhaft gegen jedwede Löschung wehren. Wenn die Migration im
eine Datei im Storage erfolgreich durch Nurlesen erzeugt bekommt, dann ist diese Migration fehlgeschlagen, weil die Löschung der Quelle nicht klappt. Wäre vermutlich so im Log. Ja, im Log würde dann vermutlich stehen, dass die Migration als solches nicht funktioniert hat, obwohl die Datei korrekterweise da ist. Ist aber ein cooler Fall, finde ich. Den kriege ich wahrscheinlich nicht so einfach reproduziert, aber ich versuche es mal, weil das könnte man im Log auch explizit auszeichnen, dass die zwar kopiert wurde, aber nicht gelöscht werden konnte. Gut, dann per Pascal, meine Frage von gestern, schreibt ihr alle Files neu bei der Migration? Das ist eine gute Frage. Wir müssen mit File Streams arbeiten. Das heißt, Stream auf und den Stream an eine neue Location schreiben. Das hängt dann sehr stark natürlich damit zusammen, was da an Dateisystem drunter ist, was auch die Performance angeht. Ein direktes Move gibt die Library derzeit nicht her. Darf ich dir da nur ganz kurz sagen, was das heißt? Weil wir haben mit Snapshotting und Ähnlichem darunter zu tun. Das heißt, wir schreiben im Zweifelsfall, wir haben 22 Terabyte Daten momentan. Die verdoppeln wir dann, bis wir die alten Snapshots, das heißt bei uns nach sechs Monaten rausrotiert haben, haben wir 22 Terabyte Daten auf SSDs liegen. Mhm. Mit entsprechenden Enterprise-SSDs kannst du dir vorstellen, was der Spaß kostet. Wir sind mal vier, weil wir es auch halt redundant haben. Das sind halt fast 90 Terabyte auf SSDs. Das ist halt für mich ein Punkt, wo ich jetzt dann sagen muss, dann müssen wir da irgendwas basteln. Also es wäre für mich jetzt der Punkt, wo ich sagen muss, so geht es nicht, weil das ist halt auch finanziell einfach nicht mehr tragbar in der Größenordnung. Ja, kann ich natürlich nachvollziehen. Ist natürlich immer so ein bisschen, verstehe mich nicht falsch, aber die Frage muss das die Software lösen. Aber ich verstehe natürlich, dass das so viel bedeutet wie, ja, wir können uns das nicht leisten, die Migration zu machen. Jetzt ist es aber grundsätzlich so, dass es eine einzige Stelle im Code gibt, die eigentlich entscheidet, dass das so abläuft. Also mit Stream auf, Stream hinschreiben. Das ließe sich dadurch relativ einfach patchen, das durch einen Move zu ersetzen, halt wirklich auf PHP-Move zu wechseln. Und dann ist das aus meiner Sicht gelöst. Die Library, die Filesystem-Library im Ilias-Kern kennt einfach keinen Move. Und ich kann und darf halt nicht beginnen, Libraries zu patchen im Core, weil sonst können wir eigentlich die ganze Library wegschmeißen. Aber ich sehe natürlich den Punkt. Aber diese Stelle, die jetzt aktuell eigentlich via Library das tut, kannst du mit einer Zeile ersetzen, die halt effektiv einen PHP-Move macht. Und dann hast du wahrscheinlich das, was du brauchst. Und das ist dann vielleicht ein Punkt, den wir im Surefix irgendwie noch anschauen können, ob es sozusagen beide Varianten geben darf, also ob es diesen Patch geben darf oder nicht im Core. Und dann hätte man vielleicht beide Varianten sogar zur Auswahl. So, genau. Ich will aber ja noch ganz kurz zeigen. Ich gehe nachher wieder zurück in den Chat. Da läuft gerade relativ viel. Aber ich will ja vor allem jetzt mal zeigen, wie das Update geht. So, und das wäre dann einmal Setup CLI und Update, um jetzt eben mal grundsätzlich das Ilias 7 Update zu machen, also die Datenbankabschritte und alles, was es da braucht.
Und da werde ich noch gefragt, ob ich denn das auch wirklich will. Ich möchte das, jawohl. Und man sieht jetzt, was eigentlich so die einzelnen Schritte sind, die jetzt eben durchlaufen werden. Jetzt wird unter anderem die Datenbank abgedatet, die Sprachen aktualisiert. Hier sehen wir jetzt eben auch, dass ein neues Verzeichnis Storage angelegt wurde. Das liegt im Ilias Data, also das ist vielleicht ein wichtiger Hinweis auch für die Admins. Diese erste Implementierung wird im Ilias Data angelegt, wie sie auch alle anderen oder viele andere Verzeichnisse ja da schon sind. Das heißt, man bleibt da eigentlich mal am gleichen Ort. Der Resource Storage Service wird ja eben zukünftig auch unterstützen können über neue Features, dass man auch andere Storage Locations nutzen könnte. Mit Per Pascal hatte ich da schon Kontakt bezüglich S3 zum Beispiel, respektive wir treffen uns dann in kommenden Wochen auch noch dazu, damit man eben auch andere Storage Locations nutzen könnte zukünftig. So, Sprachen werden abgedatet, dann kommt, glaube ich, noch der Structure Reload und dann wäre eigentlich die Installation schon wieder da. Dann schaue ich unterdessen mal wieder ein bisschen in den Chat. Da sind wir bei den nicht löschbaren Dateien. Das ist so ein bisschen off-topic. Das Backup der ersten aktualisierten Ilias-Version ist bei uns ist dann auch wie ein neues Full Backup. Das wird auch nicht trivial. Ja. Die Frage ist, wie das ist, wenn die komplett umbenannt wurden, also wenn sich die Struktur komplett ändert. Kommt das dann nicht auch ein bisschen aufs System an, wie gebackupt wird? Genau, dann geht es hier weiter mit Mirko. Ja, klar, wenn man könnte diesen Patch auch dokumentieren und veröffentlichen, wenn jemand eben auch die wirklich Move-Methode ändern möchte. Oder man führt die Move-Operation im Core ein. Genau, also alles natürlich Themen, die man im Surefix auch nochmals einbringen kann. Ich habe mir das auch entsprechend notiert. Dann, es ist wie Copy und dann Delete. Das braucht temporär nicht den doppelten Platz. Das ist richtig. Wegen den Snapshots, ja, kann ich mir vorstellen, genau, dass das eine Zeit lang doppelten Speicher belegen könnte, wobei sich die ja halt eben auch je nach System selber aufräumen. Gut. Okay, unterdessen ist hier auch das Update durch und dann kann ich mal wieder in den Browser wechseln. Und wir sind jetzt hier auf Version 7 und wenn wir ins Repository gehen, ich wähle da jetzt mal Last Visited. Ich glaube, da oder da war ich drin. Ja, genau. So, da war ich drin vorhin. Und jetzt sehen wir das, was eben eigentlich geschieht, wenn ich auf 7 abgedatet habe, aber nicht migriert. Das heißt, bei Dateien, auf die ich Schreibrechte habe, kriege ich eine entsprechende Meldung angezeigt, dass das noch nicht migriert wurde. Und dass man doch da bitte mit dem Admin reden soll. Ich kann diese Datei weiterhin runterladen. Also es ist die Implementierung da, dass ich eben weiterhin auf diese Datei zugreifen kann. Was ich nicht mehr kann, also die Dateien sind übrigens effektiv mit solchem Inhalt, nicht, dass ihr Angst habt, dass die jetzt kaputt gegangen sind. Wenn ich auf den Versions-Tab gehe, dann kriege ich auch hier diese Meldung, weil ich kann keine neuen Dateiversionen anlegen. Das ist mir nicht möglich in nicht migrierten Dateien, weil sonst hätte die gesamte Implementierung des alten File-Objects beibehalten werden müssen, um dann kurz darauf eigentlich weggeschmissen zu werden. Also das bringt halt nichts. Aber read-only sind die Dateien alle weiterhin verfügbar.
So, und jetzt wollen wir ja die eben auch entsprechend migrieren. Das ist unser zweiter Befehl. Und der Migrate-Command ist so aufgebaut, dass wir eine Liste kriegen von Migrationen, die ausgeführt werden können. Das sehen wir gleich im nächsten Schritt. Da gibt es eine derzeit. Und ich kann jetzt die ausführen mit Run und dann sagen, wie die heißt. So, ich bestätige das noch explizit mit dem Namen, dass ich diese Migration ausführen will. Und das ging jetzt halt relativ schnell, weil nur 10 Steps, sprich 10 Dateiobjekte migriert wurden auf einen Schritt. Das ist im Moment in der Beta noch der Default, der wird natürlich hochgestellt. Haben wir hier diesen Fortschrittsbalken mehr oder weniger verpasst, weil es halt zu schnell ging. Ich kann das aber auch eben ausführen mit Steps, nehmen wir mal 1000. Um dann hoffentlich ein bisschen mehr zu sehen. So, also wir kriegen immer Fortschrittsanzeige, wie viele Dateiobjekte jetzt gerade migriert werden. Eben im Hintergrund wird auch ein entsprechendes Log geschrieben, was wohin geschoben wurde zum Beispiel oder eben ob das Feld war oder nicht. Und ich kann das auch automatisch bestätigen und ich lasse jetzt einfach mal 10.000 durchlaufen, damit wir sich alle erwischt haben. So, und ich kann hier schon mal die Seite neu laden, weil die Chance ist groß, dass die beiden Files hier schon migriert wurden. Dann sehen wir das schon genau, die Meldung ist weg. Ich habe jetzt die Möglichkeit, ja genau Uwe, das ist mir auch aufgefallen vor kurzem, die Restanzeige ist immer falsch, die zeigt dann immer den Ursprungswert an, anstatt den Restwert. Das habe ich, glaube ich, auch schon ein Ticket für angelegt. Genau. So, also jetzt bin ich wieder in der Lage, neue Versionen anzulegen. Das landet jetzt natürlich alles direkt im Storage Service. Auch alle anderen Operationen, das landet direkt da drin. In welchem Fall wird sonst noch direkt in den Storage Service geschrieben? Natürlich, wenn ich neue Dateien anlege in Ilias 7. Das landet von Beginn weg im Storage Service, also im alten IL-File landet nichts mehr. Und dann, wenn eine Datei, also ein Dateiobjekt im Magazin kopiert wird, das noch nicht migriert wurde, also nicht migrierte Dateiobjekte, wenn die kopiert werden innerhalb des Magazins, dann findet für diese Datei eine Ad-Hoc-Migration statt. Weil es auch hier keinen Sinn macht, dass wir das in der alten Struktur nochmals ablegen, wenn wir es ja nachher sowieso migrieren wollen. So, was können wir uns hier noch anschauen? Wir können einmal ganz kurz uns das Data-Verzeichnis anzeigen. Wir haben jetzt gleich halb. Ja. Wenn du so langsam zum Ende kämst, dann kriege ich auch noch eine Frage auf, also so 2-3 Minuten. Genau, also ich habe mal ganz kurz noch das Storage-Verzeichnis intern angezeigt, einfach um euch zu zeigen, dass hier eben jetzt eine Struktur herrscht, die man vielleicht so nicht mehr versteht. Die versteht die Implementierung der Dateiablage und kann die entsprechend auch auflösen. Da sind wir dann sicher auch ein bisschen auf
eine Art Feature Requests von Admins angewiesen, also zu sagen, was brauche ich, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, wegen einer Supportanfrage muss ich wissen, wo die Datei genau liegt, zum Beispiel. Ich möchte das übers CLI können. Sobald wir solche konkreten Use Cases kennen, können wir die als Feature Requests natürlich auch umsetzen. Also das ist alles möglich. Das wird vielleicht eben auch mal über die Administration möglich sein, solche Funktionen. Da sind wir halt einfach auch auf Use Cases angewiesen. Grundsätzlich ja, ist das möglich, aber es ist halt nicht mehr so wie früher, dass man sich so halbwegs anhand von Ordnernamen da zurechtfinden konnte, weil jetzt sind wir halt wirklich da in einem Bereich, wo der Pfad nicht mehr viel aussagt darüber, wo das dazugehört. So, jetzt habe ich den Chat ganz wenig vernachlässigt. Ich schaue mal, ob da noch Fragen reingekommen sind. Also eben diese Restwertanzeige, die noch falsch ist, genau. Und das andere ist dann ein bisschen off-topic. Ist das so? Kann man den Prozess auch ohne Probleme detachen? Da bin ich jetzt auch nicht der Spezialist für, aber ich bin mir fast sicher, dass man das detachen kann in irgendeiner Weise, also eben mit Dingen wie Screen und so, aber so wie es tönt, kannst du das bei euch nicht nutzen. Gut, gibt es noch konkrete Fragen jetzt bezüglich Storage Service? Ich würde vielleicht vorschlagen, wir haben ja dieses allgemeine Installations- und Admin-Forum auf der Doku Ilias, wo wir uns ja quasi über Installations- und solche Administrationsthemen austauschen. Vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn wir da einen neuen Thread aufmachen zu Erfahrungen, also Erfahrungen, Migration zu IRSS, weil ich den Eindruck habe, wahrscheinlich, wenn wir hier all unser Wissen zusammenlegen, dann kriegen wir das alles ganz gut in den Griff. Wenn man da ganz alleine dasteht, dann muss man vielleicht zu viel Try and Error oder muss halt zu viel rumforschen. Also da hätte es auch einen Vorteil, dass wir hier so eine Art Common Knowledge Base bilden. Können wir, weiß ich nicht, wenn wir mit 7 raus sind, wenn wir stable raus sind, vielleicht mal angehen oder auch jetzt direkt anlegen? Ich glaube schon jetzt, ja, genau, weil genauso Fälle, wie eben auch Uwe vorhin im Chat erwähnt hat, dass da einzelne Dateien nicht gelöscht werden konnten, was natürlich gut ist, wenn wir solche Fälle mal hören, weil dann können wir uns überlegen, eben können wir die zum Beispiel speziell auszeichnen im Logfile, weil die sind ja eigentlich erfolgreich im Sinne von, die sind im Storage Service, aber die alte Datei liegt noch rum und vielleicht muss man die halt dann von Hand mit der Brechstange löschen gehen. Aber dass wir genau anhand solcher Beispiele das noch ein bisschen feinjustieren können. Okay, dann lege ich gleich einfach mal einen Forenbeitrag an. Oh, war einer schon schneller? Was? Wer ist das jetzt? Wow. Nee, war das eine Kategorie? Ah. Wollte gerade sagen, das geht schnell. Ja, ja, klar. Aber ich hatte jetzt gedacht, es hätte schon jemand ein Thema angelegt hier. Hier im Admin-Forum. Aber das könnte, oder du machst es gleich, Fabian, vielleicht machst du es direkt. Ich mache das nachher im Nachgang. Dann kriegst du auch gleich eine Benachrichtigung, das ist ja auch nicht schlecht. Und dann halt wirklich, dass man das halt auch nutzt. Nicht jetzt, um Fehler zu melden, dafür ist natürlich immer noch Mantis da, aber einfach den Erfahrungswert oder auch die Gift. Also eine ganze Menge von dem, was ich jetzt eben im Chat gelesen habe, das ist ja vielleicht dann auch dafür relevant und kann da reingepackt werden. Ja. Dann danke ich dir ganz herzlich.